Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Factorio mit dem lieben Byrox. Hallo. Hallo. So, bist du schlauer seit der letzten Folge? Ne. Vielleicht liegt es auch daran, weil es 10 Sekunden her ist, aber okay. Also eigentlich wollt ihr das so machen. Und dann, so machen. Ja. Und dann so machen. Und dann hier nochmal den gleichen Shit. Na, hier halt, jetzt habe ich halt keine Dinger mehr, keine Filternen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber du kannst ja glaube ich nicht einstellen, welche Lagerkiste für welches Material sein soll. Ja, eben, Digga, das heißt, eben. Du müsstest ja dann jede einzelne Lagerkiste komplett aufspreaden in alle Materialien. Ja, also das heißt, wenn wir dann irgendwann mal da 80 Materialien haben. Dann musst du auch für jede Lagerkiste 80 Filterne machen und die müssen auch alle in die gleichen Kisten gehen. Ja. Ich würde sagen, du tüftelst mal weiter, ja? Nö. Nö. Ich gehe jetzt eine rauchen. Tschüss. Was? Nein. Bist du verrückt? Was? What? Was? Irgendwas brauche ich noch für den Außenposten. Ich hab's vergessen, ja. Schienen könnte ich noch ein paar basteln, ja. Ich denke mal, das sollte schon mal ausreichen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder. Beziehungsweise fahren mit dem geilen Zug. Über den geilen Kreisverkehr. Brennstoff brauchen wir noch. Attacke. Das ist cool, ja. Wenn ich jetzt einfach nach rechts lenke, fährt er direkt nach rechts. Der Lumi hat Freude mit seinen. Ja, Trains. Das ist cool. Ich muss nur langsam fahren, dass ich die Ausfahrt erwische, ja, sonst war ich im Kreis. Was machen die denn hier? Ach so, die bauen die Dinger auf, yo. Sind hier auf dem Weg noch welche, die aufgebaut werden müssen? Also ein Kreisel, der braucht. So, ich mach jetzt hier den ganzen Wald weg. Wie war das mit Scheiß auf Umwelt? Ja, Scheiß auf Umwelt. Ganz schön staubig hier. So. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine grobe Abgrenzung. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache erstmal ein Stück Mauer und kopiere mir das und baue es per Rovi. Warte, wie viele Lasertürme machen wir denn? Wollen wir wirklich so viele machen? Oder reichen so viele? Ich glaube, das müsste auch so reichen, oder? Ja. So. Eine Lampe. Blaupause. Von Anfang bis. Nee, warte mal. Müsste tatsächlich so sein, oder? Das ist der Radius? Ja, ne? Ja, es passt. Cool. Sollen wir direkt zwei Mauer machen? Nö, eine reicht, ne?
Ayox, du musst was doppelt. Erzählen, ist ruhig. Doppelt? Aber ich habe nicht so viele Mauern mit. Das muss reichen hier. Der Scheiße. Der Scheiße muss reichen. So, die Frage, wie baue ich den Bahnhof? Ja, vielleicht soll ich den zuerst bauen. Die kommen ja hier reingewemst, ne? Wir müssen ja rein theoretisch auch da wieder rauswemsen. Steht da ein Baum im Weg, oder was? So sieht der Bahnhof aber echt scheiße aus, das muss ich ja mal sagen. Aber eigentlich ist es auch egal, oder? Drei Waggons passen locker. Würde bedeuten, ich muss mir die Stelle merken, da. Hier wäre die Mauer. Dann wäre alles verschwunden. Das heißt, hier muss zu. Ist schon ein großer Außenposten, ne? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ja. So, hast geschafft, ja? Nee, geschafft nicht. Nee? Nee. Aber, ja. Ich bin auf jeden Fall einen Schritt weiter. Das ist doch schon mal was. Sollen wir uns das gleich mal angucken kommen, ja? Nee, bitte nicht. Bitte nicht? Ich bräuchte ein bisschen Landfill, das wäre echt cool. Hey, ist der Waggon? Ach nee, sind ja 6. Ich dachte gerade, hey, sind nur 7. Aber sind nur 6. Passt natürlich hier gar nicht mit dem Strom. Muss eh so machen. Andersrum. Einladen. Vielleicht wird das Fließband gleich noch teilen, sodass überall dasselbe ankommt. Keine Kniggis mehr! Irgendwie ist die Nachtsicht manchmal echt scheiße, ne? Ohne sieht es manchmal cooler aus. So, hole ich jetzt Landfill? Oder baue ich hier eine krumme Mauer? Ja, Landfill, Alter. Krumme Mauer ist aber auch cool. Mach krumme Mauer. Ach, jetzt auf einmal. Ja, mach. Also ich würde schon Landfill machen. Ach, ich hole Landfill, leck mich doch. Ja, aber so eine krumme Mauer, das wird schon passen, ne? Jetzt bin ich unterwegs. Warte mal, jetzt kann ich doch eigentlich sagen, er soll mich hinfahren zum zur Station, warte mal. Kupfer 1. Zack, fährt er los. Und immer das Signal wird rot, wo der gerade ist. Das ist cool. Boah, wie schnell der einfach mal ist, ey. Bams,
Bahnhof 3, nice. Ich liebe den Bahnhof, ja, ich liebe unseren Bahnhof. Weil wir richtig Bock auf Züge bauen jetzt. Ich glaube, ich vernetze die ganze Karte hier. Alles, einfach alles einnehmen, was geht. Scheißegal. Kostet ja nichts. So. Kostet ja nichts. Jetzt habe ich gerade wieder einen Rückweg vergessen, was ich holen wollte. Landfill, genau. Haben wir es automatisiert? Nee, ne? Landfill, Alter. Wer automatisiert den Landfill, bitte? Na, ich jetzt. Ja, jetzt, aber... Normalerweise hat es doch kein Schwein. Ja, weil er so Unmengen an Steine kostet. Machen wir hier erstmal fette Stahlkisten raus. Pass mal auf. Stahl hätte. Haben wir eigentlich Module wieder? 6 Stück, okay, cool. Dam, 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 dam. Achso, ich wollte Stahlkisten. Weil ich glaube, ich mache eine eigene. Oder? Könnte jeweils 2 in eine Kiste pumpen lassen und dann hätten wir... Die Pizza schon wieder, Mann. Die Pizza schon wieder? Machen sie wieder Stress, ja? Ja. Ja. Wo denn? Och, Kupfer! Unser Kupfer scheißt so ab. Schalalalala. Kupfer kackt ab? Ja. Warte, hat der Außenposten schon einen Namen? Guillermo. Das heißt, er kann mich theoretisch dahin fahren, ja? Ja. Lasse einen Zug einen Fahrtplan, der mindestens 1000 Kacheln lang ist. Cool! Wir fahren gerade über 1000 Felder, Freunde. War eine Errungenschaft. Yay! Nice. Nicer, nicer. Das hattest du noch gar nicht? Ja, anscheinend noch nicht, ne? Kann auch sein, dass vorhin, wo ich das die Version wieder geändert habe, da kam so eine Pop-up-Nachricht, wo ich Factorio gestartet habe, dass irgendwelche Achievements nicht geladen werden können oder so. Vielleicht ist es deshalb. Wie schnell ging denn das Landfill weg, Alter? Warte mal, Mauern habe ich hier noch. So. Außenposten steht, viereckig, aber einsatzbereit. Und ein Radar kommt ja auch noch in die Ecke. So, jetzt habe ich natürlich in weiser Voraussicht, ja, weil ich bin gut, ja, keine Fließbänder mitgenommen. Geil. Ja. AP. Kupfer rechts Mitte. Sollen wir das immer so beschreiben? Ja. Oh, einfach machen. Dann wissen wir ungefähr, wo was ist. So, plus Kupfer 1, Zeit vergangen. Ich würde sagen 45 Sekunden und Inventar leer. Oder Bams. Und
Und hier auch 45 Sekunden und Inventar voll. Oder? Automatisch. Dann gib ihm. Bams, cool. Der Zug rollt. Jetzt habe ich eine Idee, Alter. Jetzt kommt's. So, ich ziehe das jetzt hier vor. Dass der Zug nicht aus der Kurve fliegt. So, wir müssen hier nämlich auch noch eine Kohleeinladung jedes Mal machen. Dann geht das hier nach hinten. Ich habe eine Idee. Hier. Ja, und dann? Und dann habe ich keine Fließbänder mehr. Ah ja. Und dann klingt nach einem Plan. Ich weiß jetzt schon, dass der Lumi ausrasten wird, weil es jetzt richtig scheiße aussieht. Aber mein Zweck ist jetzt einfach mal, dass das läuft. Lumis Zweck ist dann die Verschönerung und so. Ich komme jetzt. Was ist das denn? Pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal, was Sache ist, ne? Ja, dann. Oh. Was ist das? Jetzt pass mal auf. Ja. Guck mal. Oben und unten haben wir die Kisten, wo die. Ne, hier die Fliegeroboter da einliefern. Ja. Dann kommt das hier unten und da oben auf das Fließband auf eine Seite. Warum? Dann. Machst du das hier doppelbandig hier, oder was? Genau, mit den Teilerfließbändern wird es dann doppelbandig, dass da mehr Platz und so. Ja, dann machst du einfach anders. Was jetzt? Lass mich doch mal jetzt hier. Guck so. 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 Da hast du es doppelbandig. Das ist doppelbandig, ja. Oder du machst einfach das hier, eins nach oben. So, dann hast du halt zwei auseinander. Und dann kannst du hier einfach so machen. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja, erzähl weiter. Jetzt habe ich gar keinen Plan mehr. Nee, das Dingens war, wieso ich das so gebaut habe, das kommt ja jetzt. Weil hier kommen dann hier, ne, hier so die Dinger hin. Ja. Einmal hier und einmal, Weißt du, wie das aussieht? Oben. Das sieht aus wie so ein Heizstab von so einem Elektrogrill. Ja, ich bin ja auch Elektriker. Ja, okay, erzähl weiter. Dann, gehen die Items hier vorbei. Ja. Und wenn da jetzt zu viele Items kommen oder so. Ja. Dann geht das hier wieder zurück. Ja. Dann hier in den Super Loop von mir und dann wird's hier wieder in die Teilerfließbänder eingespeist, dass es wieder vorgeht. Und you know, warum, wenn das jetzt hier zurückkommt, ja, hier, da wo ich gerade abreise, ne? Ja. Warum machst du nicht einfach so? Ja, jetzt hast du's ja umgebaut. Ja, kannst du hier unten genauso machen. Ja, könnte man machen. Wäre aber zu einfach, wa? Aber das muss ja schon hier hinten, ne? Weil. Muss ja hier so ein Loop sein, weil. Ne? Tschüss. Alles klar. Da haut der einfach ab. Ja, was denn? Wolltest Hilfe, hast du gekriegt. Ja. Wie lange geht die Folge schon? 19 Minuten 50. Okay, passt.
Das heißt? Das heißt, dass gleich Ende ist. Okay. Ja. Siehst du auch so, ja? Ja. Sagt eigentlich der Stahl. Ah, der kommt so langsam wieder. Da würde ich sagen, Leute. Boah, unsere Alien-Wissenschaftspakete sind alle. Gut, ja. Dass ich noch ein 500er Stack einstecken hatte. Yo. Krass, wa? Ja, okay, Luma, was sagst du jetzt so zu meinem anfänglichen Versuch, sage ich jetzt mal so? Ja, die Frage ist, wie lang das hier werden soll, ja, weil das ist ja Ewigkeiten lang. Und ja, wir unendlich erweitern. Aber wir schaffen es nicht, auf dem einen Fließband hier so viel Materialien drauf zu packen. Auch nicht auf zwei. Das ganze Teil hier müsstest du mal 5 oder mal 10 machen. Ja. Ja. Deswegen war ja hier hinten der Loop. Ich habe ja weitergedacht, ne? Ja, jetzt kommt's. Aber du bist ja hier immer so voreilig. Ja, weil dann kann man ja hier einen auf den hier machen. Und dann kann man hier einfach nochmal so Kisten dran machen. Dann ist der Loop zwar wieder total für den Arsch. Ne, eigentlich gar nicht. Doch, der ist für den Arsch, aber sieht geil aus. Ja. Ja, aber dann. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Dann haben wir hier einen Stau wahrscheinlich. Wir wollen ja ein logistisches Lagersystem machen. Das heißt, wir werden dann später irgendwann unsere ganze Produktion so ziemlich in dieser Art und Weise hier haben. Das heißt, Anbieter- und Nachfragekisten, ja? Ja. Und ja, die ganzen Sachen, was da dann produziert werden und so. Die lagern die dann ja sowieso in die Lagerkisten ein, oder? Ja, aber die wollten wir ja anstatt in Lagerkisten, wollten wir die ja alle in normale Stahlkisten einlagern, die ganzen Sachen. Ja, ja, aber das ist ja jetzt der Sinn von dem hier unten, weil jetzt sind hier Lagerkisten, dass die das hinbringen. Dann gibt's die filternden Greifarme und von denen geht's dann in Stahlkisten. Und die letzte Kiste von der Reihe besteht halt wieder aus so einer, wie heißt das, zum Abholen hier, Anbieterkiste. Ja. So. Das heißt, wir haben die Lagerkisten, wo sie einfach alles reinschmeißen, wie die letzten Trottel. Da müssen wir das sortieren mit den filternden Greifarmen und dann am Schluss haben wir für jedes Item eine Anbieterkiste. Und du meinst, das funktioniert? Ja. Ja, gut. Gut? Gut. So, Freunde, dann sind wir am Ende der Folge. Wir lauschen in der nächsten Folge Biox Ausführungen weiter, ja? Ja. Vielleicht kommt da irgendwann mal was Produktives bei raus. Aber ja. Bis dahin werden noch so einige Folgen ins Lande gehen. Hey! Unfair bei mir lädt. Ja, was hat der schon von den Dingen, Alter? Muss mal Dinge machen hier. Ja. Toll, jetzt habe ich hier. Komm im Flammenwerfer. Aha. Die Kampfschrotflinte muss hier machen. Ich weiß. Ich hab nur die normale, bin nicht so auf Krieg. Ich auch nicht, bin ganz friedvoll. Peace und so, you know? So, Freunde, dann wär's das gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Byrox. Möchtest du was sagen? Ja. Der Typ, der wo das geschrieben hat mit dem Macht's mal ein Lagersystem, ne? Ja. Ich hasse den Typen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer es war, ja? Kein Plan. Müssen wir nachschauen. In der nächsten Folge weiß ich's. Aufspüren.
Bei dem komme ich vorbei. Alles klar, tschüss. Tschüss.